Hallo und herzlich willkommen zum Online-Tutorial Antragseinreichung in Easy Online. Ich werde Ihnen in den nächsten Minuten zeigen, wie Sie Ihren Antrag für das Bundesförderprogramm Energieeffizienz einreichen können, welche Informationen Sie benötigen und wie der Prozess als Ganzes aufgebaut ist. Zur Startseite von Easy Online kommen Sie entweder direkt über die Adresse https://förderportal.bund.de/easyonline oder über den Link der Startseite des Wettbewerbs, die ich hier zu Beginn aufgerufen habe. Unter Wettbewerb-Energieeffizienz finden Sie alle relevanten Informationen und Hilfen für das Förderprogramm. Den Link zu Easy Online finden Sie unter Mitmachen, Antragserstellung. Hier sind nochmal alle wichtigen Informationen zusammengefügt, die Sie benötigen. Hier finden Sie auch Formularvorlagen und die Übersicht der Dokumente, die notwendig sind für Ihren Easy Online Antrag. Dazu gehört zum einen das Energieeinsparkonzept, das von Ihrem Energieberater oder Ihrem Energiemanager ausgefüllt wurde, die Erklärung zu den subventionserheblichen Tatsachen, die Sie ausdrucken, unterschreiben und einscannen sollten, Unterlagen wie der Handelsregister- oder Genossenschaftsauszug bzw. die Gewerbeanmeldung. Falls es sich um ein Contracting-Projekt handelt, den Contracting-Vertrag und die Erklärung der einzelnen Contracting-Partner und sonstige Anlagen zum Einsparkonzept wie Pläne, Bilder oder Angebote. Den Link zu Easy Online finden Sie dann hier unterhalb der Auflistung, woraufhin sich die Startseite des Förderportals öffnet. Hier müssen Sie zu Beginn einmal die Nutzungsbedingungen durchlesen und akzeptieren und anschließend mit Absenden nochmal bestätigen. Falls Sie diesen Schritt schon mal durchgeführt haben, kann es sein, dass er für Sie entfällt. Als nächstes müssen Sie das entsprechende Ministerium auswählen. Das ist für den Wettbewerb Energieeffizienz das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und anschließend im Dropdown-Menü die Fördermaßnahme auswählen. In unserem Fall Wettbewerb Energieeffizienz und den Förderbereich. Der Förderbereich gliedert sich in zwei Punkte, nämlich Einzelprojekte und Einzelprojekte mit Contracting. Die allermeisten Angaben sind für beide Fälle gleich. Der einzige Unterschied ist, dass bei Contracting noch zusätzliche Angaben zu den Contracting-Partnern erforderlich sind. Falls Sie feststellen, dass Sie hier die falsche Auswahl getroffen haben und die Auswahl rückgängig machen wollen, können Sie jederzeit hier unten mit dem Button Fragen zurücksetzen, die Auswahl erneut durchführen. Nach der richtigen Auswahl klicken Sie hier auf Formular erstellen und das Programm erstellt automatisch alle Formularvorlagen, die benötigt werden. Das Gesamtformular gliedert sich hier oben in verschiedene Reiter mit Basisdaten, vorhabensbeteiligte Personen, Finanzierung und die Erklärungen und auf der linken Seite mit zusätzlichen Funktionen wie Speichern, Drucken und Vollständigkeitsprüfung. Und Sie sehen auch jetzt schon, dass hier einige Bereiche ausgegraut sind, die Sie nicht anwählen können. Genauso, wenn man hier oben in den nächsten Reiter klickt, passiert erstmal nichts. Was daran liegt, dass Sie zuerst die Kerndaten ausfüllen müssen, bevor das Formular weitere Optionen für Sie zur Verfügung stellt. Zu den Kerndaten gehört die Planlaufzeit. Bitte achten Sie darauf, wenn Sie die Laufzeit angeben, dass Sie an der Stelle dieselbe Laufzeit angeben, die Sie auch in Ihrem Einsparkonzept für Ihre Maßnahme vorgesehen haben. In unserem Fall nehme ich jetzt beispielhaft einfach mal die Laufzeit von einem Jahr. Dann müssen Sie noch bestätigen, dass das Vorhaben noch nicht begonnen wurde, dass Sie mit der Verarbeitung Ihrer Informationen, die Sie hier eingeben, einverstanden sind und von welchem Ort aus Sie die Antragstellung durchführen. Grundsätzlich übernimmt das Formular alle Änderungen, nachdem Sie sie eingegeben haben, sobald Sie in das nächste Feld klicken. Alternativ können Sie unten noch mit Aktualisieren die Daten übernehmen. Und nachdem jetzt diese Basisdaten ausgefüllt sind, sehen Sie schon, dass hier an der Seite die Optionen freigeschaltet werden und hier auch die weiteren Formularreiter hier oben dann zugänglich werden. An der Stelle möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, wie Sie Informationen, die Sie bereits eingegeben haben, zu jedem Zeitpunkt speichern können. Das passiert hier
über den Menüauswahlbereich Speichern XML. Das System generiert für Sie automatisch eine XML-Datei, die Sie auf Ihrem Rechner lokal zwischenspeichern können. Dazu wählen Sie einfach Daten speichern und die Datei wird heruntergeladen. Wenn Sie die Informationen zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen möchten oder wenn Sie auch verschiedene Anträge haben, die sehr ähnlich sind, wo Sie immer wieder dieselben Informationen benötigen, dann können Sie über Datenübernahme diese Informationen in den Formularvordruck hochladen. Dabei gehen Sie auf Durchsuchen, wählen die runtergeladene Datei aus, öffnen diese und mit Datenübernahme werden die Informationen geladen und Sie haben dann noch die Möglichkeit, hier auszuwählen, welchen Teil der Informationen Sie hochladen wollen, ob Sie das gesamte Formular wiederherstellen wollen oder nur bestimmte Teile. Das System fragt dann nochmal, ob bereits gefüllte Felder überschrieben werden sollen. Da klicke ich jetzt einfach auf Ja, weil das sind ja dieselben Informationen, die wir gerade schon eingefügt haben. Und jetzt sind wir wieder hier auf der Übersicht, im ersten Reiter. Basisdaten, Kerndaten ist bereits ausgefüllt. Das sind die Informationen von eben. Und der nächste Punkt ist die Vorhabensbeschreibung. Hier wird als erstes gefordert ein Akronym. Da gebe ich jetzt ein Abwärme Berlin als Beispiel. Und wenn ich ins nächste Feld springe und das System die Daten übernimmt, dann bekomme ich hier direkt eine Fehlermeldung angezeigt, dargestellt mit diesem roten Ausrufezeichen. Und für bestimmte Felder gibt es dann in Form dieses grünen Informationsfeldes noch weitere Hinweise zum Ausfüllen. Und wenn man sich das hier anschaut, dann sieht man, dass Umlaute nicht zulässig sind und auch Leerzeichen nicht zulässig sind. Das heißt, das müssen wir hier an der Stelle noch einmal kurz korrigieren. Und anschließend werden die Daten übernommen. Grundsätzlich ist es so, wenn Fehler auftauchen und das Formular automatisch Fehler erkennt, werden diese auch hier unten im Meldungsbereich nochmal angezeigt. Und dann können Sie dann immer prüfen, ob alle soweit eingegebenen Informationen mit den erwarteten Daten übereinstimmen. Als nächstes brauchen wir ein Vorhabensthema. Das ist einfach nur eine ganz kurze Beschreibung in wenigen Worten, was Sie vorhaben. In unserem Beispiel ist das die Nutzung von Prozesswärme. Dasselbe nochmal in englischer Sprache unten drunter. Dann eine Vorhabensbeschreibung. Hier die Vorhabensbeschreibung, einfach nur drei, maximal vier kurze Sätze, was Sie vorhaben, kurz beschrieben, wie Energie eingespart werden soll, wie viel Energie Sie einsparen und wie viel CO2 dadurch eingespart werden soll. Bitte bedenken Sie, dass hier auch vorgesehen ist, diese Beschreibung unter Umständen zu veröffentlichen. Das heißt, wenn Informationen zu dem Programm veröffentlicht werden, welche Projekte gefördert werden, kann es sein, dass dieser Text wieder auftaucht. Also wirklich nur eine kurze Beschreibung. Ich kopiere das jetzt hier so rein und Sie sehen schon, das Feld ist relativ klein. Wenn das für die Bearbeitung ein bisschen ungeschickt ist, kann man das hier an der Ecke noch so ein bisschen größer ziehen und dann wird es auch einfacher hier zu sehen, was man eingibt. Der Arbeitsplan. Ebenfalls wieder nur eine ganz grobe Einteilung, welche Arbeitsschritte vorgesehen sind, was dort passieren soll und wann das passieren soll. Den Arbeitsplan können Sie auch aus dem Einsparkonzept einfach rauskopieren. Sie sehen das hier für so ein kurzes Projekt von einem Jahr sind das so vier Unterschritte mit einer groben Beschreibung, wann was passiert. Das ist auch für die Prüfung hinterher wichtig, dass man einschätzen kann, ob das Ganze plausibel ist und realistisch von der Umsetzung. Die Fördereffizienz reicht auch ein ganz einfacher Satz, wo Sie kurz reinschreiben, mit welcher Fördereffizienz Ihr Projekt hier startet. Die Informationen finden Sie dann auch im ausgefüllten Einsparkonzept. Einmal aktualisieren und dann war es das schon mit den Basisdaten. Als nächstes kommen die Vorhabensbeteiligten. Das ist einmal der Antragsteller, die Antragstellerin direkt. Das ist die Firma, Institution, die diesen Antrag stellt, bei der auch die Maßnahme umgesetzt wird, bei der die Investition zum Schluss wirksam wird. Bitte hier nicht den Energieberater angeben. Jetzt hier mal eine
beliebige Adresse an. Sie sehen schon, alle Felder, die mit Stern gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden. Allgemeine Telefonnummer, Faxnummer, das können Sie angeben, müssen Sie aber nicht, wenn Sie nicht wollen. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, eine weitere Postanschrift anzugeben, Großkundenanschrift, sofern vorhanden oder notwendig. Dann hier einmal die Rechtsform. Bitte achten Sie darauf, dass hier diese Liste nicht alphabetisch sortiert ist. Also es gibt hier einmal die GmbH. Die gemeinnützige GmbH finden Sie hier deutlich weiter unten. Hier einmal das passende aussuchen, auswählen. Amtsgericht, Handwerkskammer, Registrierungsnummer können Sie auch angeben. Ansonsten sind Sie auch in den Auszügen vom Handelsregister enthalten. Einmal die Art der Finanzierung, öffentlich finanziert oder nicht. Informationen zur Buchführung und zum Vorsteuerabzug. So, nachdem das passiert ist, kommen wir als nächstes zur ausführenden Stelle hier unten, nächster Bereich. Hier können Sie eine abweichende ausführende Stelle abgeben, wenn Sie zum Beispiel mehrere Standorte haben und die Adresse, an der die Maßnahme umgesetzt wird, abweicht von der beantragenden Stelle, dann können Sie das hier angeben. Wenn das derselbe Standort ist, können Sie hier mit diesem Häkchen auch einfach die Informationen aus dem vorherigen Formular übernehmen. Dasselbe gilt für den Zahlungsempfänger. Auch hier können Sie angeben, soll das der Antragsteller sein, die ausführende Stelle oder jemand ganz anderes. Wichtig ist hier nur, dass Sie die entsprechenden Bankverbindungen angeben. Da kopiere ich jetzt auch einfach mal beispielhaft Informationen rein und Sie sehen schon, da passiert jetzt erstmal auch keine Plausibilitätsprüfung. Also selbst wenn ich hier eine fiktive Bank einfüge, akzeptiert das Formular diese Information. Also achten Sie auf jeden Fall darauf, dass Sie hier die richtigen Daten angeben. Als letztes noch die Korrespondenzadresse. Auch hier können Sie nochmal eine abweichende Adresse angeben. Oder Sie wählen eine der bereits angegebenen Informationen. Einfach hier Korrespondenzadresse, entweder Antragsteller, ausführende Stelle oder eine beliebige weitere Korrespondenzadresse, die Sie hier bevorzugen. So, und damit sind die Vorhabensbeteiligten auch ausgefüllt. Als nächstes folgen die Personen. Da haben wir einmal einen Projektleiter, eine Projektleiterin, die hier angegeben werden muss. So. Dann weitere administrative Ansprechpartner. Da können Sie einmal einen administrativen Ansprechpartner benennen im Falle der Bewilligung, falls Sie beispielsweise einen Sachbearbeiter aus der Buchhaltung oder aus dem Controlling haben, können Sie den hier angeben. Sie können auch einfach den Projektleiter übernehmen aus dem vorherigen Formular. Sie haben dann noch die Möglichkeit, einen administrativen Ansprechpartner nur während der Antragsphase zu benennen. Hier wird häufig der Energieberater angegeben, der das Verfahren während der Antragsphase noch begleitet. Bitte achten Sie darauf, wenn Sie einen Energieberater angeben, der nicht Mitarbeiter Ihres Unternehmens ist, dass Sie eine entsprechende Vollmacht in den Anhängen mit hinzufügen. Das kann ein einfaches, formloses Schreiben sein, das unterschrieben und eingescannt dann in den Anhängen mit verschickt wird. Zu guter Letzt noch die Bevollmächtigten. Quasi die berechtigten Personen, die auch laut Handelsregister hier bevollmächtigt sind, für den Antragsteller zu unterschreiben. Bitte achten Sie hierauf, dass wenn im Handelsregister mehrere Personen angegeben sind, also mindestens zwei Unterschriften notwendig sind, um rechtskräftig ein Geschäft abzuwickeln, dann müssen hier auch diese beiden Personen benannt werden. Als nächstes folgt der Reiter Finanzierung. Dieser unterteilt sich hier oben nochmal in zwei Bereiche, Bearbeitung und die Finanztabelle. Die Finanztabelle ist einfach nur eine Übersicht der angegebenen Informationen. Die ist jetzt hier an der Stelle noch leer. Deswegen starten wir mit der Bearbeitung bei den Ausgaben. Da haben wir einmal die Investitionskosten an der Stelle. Hier
können Sie angeben, mit welchen Investitionskosten Sie geplant haben für Ihr Vorhaben. Je nachdem, welche Laufzeit Sie angegeben haben, ganz am Anfang erscheinen hier auch die entsprechenden Jahresscheiben, die Sie befüllen können. Sie müssen nicht jedes Jahr befüllen, aber wenn Sie wissen, in welchen Jahren welche Kosten anfallen, dann können Sie diese hier entsprechend einfügen. Wir sehen schon, dass auch hier an der Seite die Daten automatisch übernommen werden, eine Gesamtaufstellung der Kosten dann erzeugt. Das Formular fragt jetzt hier an der Stelle nach einer Begründung. Die Begründung sollte natürlich vor allem im Einsparkonzept erfolgen. Von daher können Sie hier bei der Begründung einfach auch auf das Konzept verweisen. Achten Sie aber bitte darauf, dass die Angaben im Einsparkonzept auch nachvollziehbar sind und entsprechend die Einzelpositionen hier aussagekräftig beschrieben werden. Positionen wie sonstige Kosten oder Risikozuschläge können an der Stelle leider nicht akzeptiert werden. Dasselbe gilt natürlich für die Investitionsnebenkosten. Das sind im Prinzip alle Planungs- und Installationsleistungen, die von Dritten erbracht werden und die in unmittelbarem Zusammenhang dann auch mit der Maßnahme selbst stehen. Können Sie hier ebenfalls angeben, die Begründung dann und die Aufschlüsselung der Einzelpositionen im Einsparkonzept und zu guter Letzt noch das Konzept selbst und die Kosten hierfür. Und damit wären die Ausgaben an der Stelle schon abgehandelt. Als nächstes kommt zur Übersicht noch Drittmittel und Einnahmen. Das ist vor allem dann relevant, wenn Sie Einnahmen aus der Maßnahme direkt generieren, zum Beispiel bei Contracting-Projekten oder wenn Sie ausgekoppelte Wärme an Dritte veräußern und damit eben Einnahmen generieren, dann müssen Sie diese hier entsprechend angeben und auch im Einsparkonzept natürlich berücksichtigen. In unserem Fall ist das jetzt erstmal nicht notwendig. Und als zu guter Letzt dann hier noch die Eigenmittel und die Zuwendung bzw. die Förderquote, so wie sie im Einsparkonzept auch berechnet wurde. Da können Sie entweder die Förderquote hier direkt in das Formular eingeben und wenn Sie dann hier auf Aktualisieren drücken, berechnet das Formular automatisch die Eigenmittel und die Zuwendungen, die sich daraus ergeben. Sie können alternativ auch, wenn Sie wissen, wie viel Eigenmittel Ihnen pro Jahr für die Maßnahme zur Verfügung stehen, diese hier direkt angeben. Und das Formular aktualisiert dann die Zahlen automatisch und berechnet die Förderquote. Nachdem jetzt hier alles ausgefüllt wurde, wird auch in der Finanztabelle dann die Übersicht vollständig angezeigt. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, nämlich den Erklärungen und den Informationen. Hier müssen Sie einmal erklären, dass das Vorhaben nicht anderweitig finanziert wird, dass Sie alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen richtig ausgefüllt haben. Hier wird nach weiteren Unterlagen gefragt. Hier können Sie nochmal prüfen, dass Sie alles zusammen haben, was Sie benötigen, nämlich einmal das Einsparkonzept, Anlagen und Anhänge zum Einsparkonzept. Das können Angebote sein, Pläne, Fotos, alles, was hilft, das Einsparkonzept besser zu verstehen. Die unterschriebenen und eingescannten Erklärungen zu den subventionserheblichen Tatsachen. Die Erklärung zum Subventionsbetrug nochmal explizit nachgefragt und der Handelsregisterauszug. Es ist unter Umständen ein bisschen verwirrend, dass man jetzt hier an der Stelle schon die Informationen zu den Anhängen angeben muss. Das eigentliche Hochladen der Dateien erfolgt dann in einem weiteren Schritt. Auf der letzten Seite erfolgen noch eine ganze Reihe von Erklärungen, die Sie durchlesen und bestätigen müssen, gefolgt von der Möglichkeit, noch zusätzliche Anmerkungen hier zu hinterlegen und ganz wichtig, der Bestätigung, dass Sie nicht denselben Antrag bei dem Schwesterprogramm Zuschuss und Kredit eingereicht haben. Zum Schluss das Ganze aktualisieren und damit ist der Antrag soweit vollständig ausgefüllt.
Wobei, ob er wirklich vollständig ist, kann man hier nochmal prüfen lassen. Das heißt, wenn irgendwo Informationen fehlen oder Informationen falsch angegeben sind, dann würde das hier unten als Meldung auftauchen. Hier ist jetzt nur die Meldung, dass die Vollständigkeitsprüfung erfolgreich war. Damit sind alle Daten hinterlegt und das finale Absenden erfolgt dann hier auf der linken Seite über Endfassung einreichen. Hier können Sie im ersten Schritt nochmal angeben, welche Personen informiert werden sollen. Da wird dann eine Informations-E-Mail generiert und versendet, dass die Einreichung erfolgreich war. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, hier Anhänge hinzuzufügen. Da können Sie auswählen, um welche Dokumenten es sich handelt. Mit Durchsuchen wählen Sie die Datei aus, bestimmen den Dokumententyp und laden den Anhang dann hoch. Nachdem Sie alle Dateien hochgeladen haben, gehen Sie weiter hier mit keine weiteren Anhänge hinzuzufügen. Sie können jetzt hier im letzten Schritt nochmal auswählen, ob Sie papierbasiert oder elektronisch das Ganze abschließen wollen. Wenn Sie die papierbasierte Version wählen, erzeugt das System zum Schluss automatisch eine PDF-Datei, die Sie unterschreiben und per Post einreichen müssen. Bitte senden Sie bei der Papierversion die Anhänge nicht nochmal mit. Da reichen die digital hochgeladenen Anhänge hier im Formular. Und dann mit Endfassung einreichen wird das finale Formular generiert. Der Antrag wird im System abgespeichert und der Vorgang ist abgeschlossen. Nachdem der Antrag erfolgreich hochgeladen wurde, können Sie hier die Endfassung speichern bzw. das Formular ausdrucken und dann unterschreiben und per Post versenden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser kurzen Übersicht zeigen, wie Sie Ihr Antrag im EasyOnline-Formular einreichen und hochladen. Und falls Sie noch weitere Fragen zum Verfahren haben, stehen wir natürlich auch jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktdaten finden Sie wie gewohnt auf der Übersichtsseite wettbewerbenergieeffizienz.de.